Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt's für euch das Album Peace von MC Fitty. Das Ganze natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja Freunde, das Album Peace ist das zweite Studioalbum von MC Fitty. Ist bereits im Jahr 2014 erschienen und im Jahr 2013 hat er sein Debütalbum Geilon veröffentlicht. Die Box habe ich vor 2 oder 3 Wochen für einen sehr guten Preis auf eBay erstanden und ja, das Ganze werden wir uns jetzt zusammen gleich mal anschauen. Falls es irgendwie noch eine Box auf Amazon geben sollte, was ich nicht glaube, weil das Album ist wie gesagt 5 Jahre alt, dann verlinke ich sie euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Box da unten natürlich nicht findet, Freunde, dann gibt es keine mehr, aber ihr findet da unten auf jeden Fall den Link zum Album und zum MP3-Download. Gut, soviel dazu, wir schauen uns direkt das Boxdesign an. Als erstes natürlich das Cover. Wir sehen hier MC Fitty, freudestrahlend, Peace macht er. Darunter lesen wir MC Fitty. Peace, an der Stelle mal bitte Freunde Hashtag MC Pity unten in die Kommentare schreiben. Dann Limited Box Edition, cooles Motiv, gefällt mir sehr gut. Auf der Unterseite sehen wir einfach nur Türkis. Auf der rechten Seite lesen wir MC Pity Inhalte Limited Box Edition, Premium Edition, T-Shirt, Jojo und Sticker. Das sind die Inhalte, okay. Hier sehen wir jetzt noch mehr Türkis. Und hier haben wir jetzt nochmal stehen, MC Fitty Peace Limited Box Edition. Auf der Rückseite lesen wir nochmal dasselbe und hier unten sehen wir die Credits und den Barcode. Okay, schlichtes, einfaches Boxdesign, natürlich bis aufs Cover. Cooles Bild auf jeden Fall, aber sonst ringsrum das Ganze einfach gehalten. Gut, schauen wir mal rein. Und da haben wir als erstes das Highlight Nummer 1 und das Highlight Nummer 2. Das schauen wir uns natürlich am Schluss an. Als erstes haben wir hier solche Blüten für diese, ich denke mal, für diese Hawaii-Ketten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich denke mal, dafür soll es sein. Könnt ihr euch dann irgendwie auf dem Faden auffädeln und dann habt ihr natürlich auch so eine coole Hawaii-Kette. Okay. Jetzt nichts Besonderes, Freunde. Wäre natürlich eine richtige drin gewesen, wäre es natürlich cooler gewesen. Aber ja, ihr könnt euch das Ganze selber basteln. Okay, also ein paar Blüten. Dann haben wir als nächstes ein Aufkleber, oder? Das scheint ein Aufkleber zu sein. Das könnte sein, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ja, ist ein Aufkleber auf jeden Fall. Richtig geil in ja, Boxgröße. Richtig cool gemacht. Peace, MC Fitty, MMXIV, also das Jahr und MC Fitty. Okay, nice auf jeden Fall. Coole Sache. Gefällt mir. Gut, dafür natürlich 2, 3 Stück mehr wäre richtig cool gewesen. Das war der Aufkleber. Dann haben wir als nächstes eine original unterschriebene Autogrammkarte. Sehr schön, so muss das sein. MC Fitty lesen wir hier oben. Und wir sehen ihn hier mitten in der Wüste oder an irgendeinem Strand, würde ich eher sagen. Mit Radio, Kühlbox, Smartphone ist schon am Start. Ja, cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Sehr schön. Und die Rückseite, Freunde, ist natürlich, also ist keine richtige einfache Autogrammkarte, sondern ist mehr eine Postkarte. Hallo, checkt mal das neue Album Peace von MC Fitty. Schöne Grüße aus dein PS, HDL, PPS. Okay, also könnt ihr das verschicken, wenn ihr wollt. Die Autogrammkarte. Und jetzt, Freunde, haben wir natürlich noch das Album. Das Ganze kommt hier im Digipack. Ich habe mir bisher jetzt natürlich noch nichts von dem Album angehört, auch wenn die Box schon offen war. Ich habe mir damals das erste Album angehört, geil, und da war ich damals immer noch zur Zeit auf Montage. Das hat ein Berliner Kumpel mal mitgehabt, das haben wir eigentlich im Audio nur gepumpt. Wie gesagt, das werde ich mir dann auf jeden Fall mal anhören. Wir haben insgesamt auf dem Album 17 Songs drauf und eine Instrumental-CD ist hier mit dabei. Sehr schön. Gut, schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir als erstes die Instrumental-CD. Und hier die Premium-Edition vom Album Peace. Okay, nice. Gut, schauen wir mal ins Booklet rein. Vorher haben wir natürlich noch ein bisschen Merch. Aber ich denke mal, ja, vielleicht gibt es noch irgendwie zu kaufen. Schaut doch mal nach, Freunde, wenn ihr MC Fitty Merch haben wollt. Und die Tour ist natürlich längst vorbei.
War der gute Mann in Dresden eigentlich dabei? Nö, gut. Okay, nicht so schlimm. Also, Tour eh schon längst vorbei. Gut, schauen wir ins Booklet rein. Das Cover kennen wir jetzt natürlich schon von der Box. Dann wieder den Ghetto Blaster und umgefallenes Getränk. Okay, hier haben wir die Credits und ein paar Bilder drin stehen. Und natürlich nochmal die einzelnen Songs aufgelistet, plus wer die Musik und die Texte dazu gemacht hat. Also die Credits halt. Das ist ein nice Bild, das gefällt mir. Coole Sache. Jetzt im Buchhandel, okay. Gut, okay, das war das Booklet. Und damit sind wir jetzt auch schon durch mit dem Album und wir kommen direkt zu den beiden Highlights. Als erstes schauen wir uns das Jojo an. Ist es im Jahr 2019 nichts Besonderes mehr? Gab es wirklich relativ oft das in den Fanboxen drin. Zuletzt in der Box von STP. Aber Freunde, ihr müsst ja bedenken, die Box ist bereits im Jahr 2014 erschienen, also vor 5 Jahren. Vielleicht war das damals das erste Mal, dass jemand ein Jojo in die Box reingepackt hat. Also von daher. Aber gut, schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht das aus. Wir haben zwei Kugellager und auf der einen Seite ist das bedruckt. Wir lesen MC Fiddy und Peace. Und ich sehe gerade, Freunde, ist auch eine Lampe verbaut. Das heißt, es könnte leuchten. Ich würde es gerne für euch probieren und das versuche einzufangen, aber das kriege ich eh wieder nicht hin. Deswegen lasse ich das einfach mal an der Stelle. Also ein Jojo. Gut, was soll ich mehr sagen, Freunde? Ihr wisst, wie es funktioniert und vor allen Dingen, was ein Jojo ist. Gut, kommen wir zum letzten Highlight und zwar zum T-Shirt. Bisschen scharf stellen, dass ihr es auch seht. Wir haben hier B- und C-Kollektion in der Größe L. Wir haben ein weißes T-Shirt, das fest sich wirklich mal sehr gut an. Wir haben hier 100% Cotton und hergestellt ist es in, finden wir da irgendwie was drüber, Made in Bangladesch. Ja, so, okay. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier jede Menge bunte Motive auf dem T-Shirt drauf. Was ist denn hier heute los? So, ich hab's, Freunde. Also, wir sehen erstmal ein Peace-Zeichen, dann hier dieses komische, wenn ihr es wisst, Freunde, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ein Cannabisblatt, eine Taube, Peace, eine Spraydose, Basketball, Peace, Smiley, Palme, Peace riesengroß. Und hier unten wiederholen sich jetzt die ganzen Motive nochmal und dann steht hier bloß nochmal Fiddy. Coole Sache, gefällt mir auf jeden Fall. Hier unten steht jetzt nochmal richtig MC Fiddy. Schönes Shirt. Jetzt schauen wir schon mal auf die Rückseite. Auf der Rückseite steht nichts drauf. Okay, Freunde. Also, geiles Shirt, gefällt mir sehr gut. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende mit dem Unboxing. Ich lege euch natürlich schon mal ganz kurz alles in die Übersicht, was in der Box zum Album Peace enthalten ist. Als erstes natürlich das Album mit 17 Songs. Die Instrumental-CD ist auch mit hier drin. Sehr schön. Dann habt ihr natürlich ein bisschen Werbung für Merch. Eine handsignierte Autogrammkarte. Einen wirklich richtig geilen großen Aufkleber. Leider sind da wirklich nicht mehr dabei, also 2, 3 Stück mehr, das wäre wirklich richtig cool gewesen, weil der ist wirklich richtig gut gemacht. Dann ein Jojo, Freunde. Dann hier diese Blümchen für eure Hawaii-Kette, genau. Und natürlich das Shirt. Coole Sache. Gut, Freunde, wir sind durch mit dem Unboxing. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, Freunde, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, mir natürlich auch einen Kommentar unten in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr wollt, Freunde, könnt ihr natürlich gerne hier unten in der rechten Ecke meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. So bekommt ihr jetzt mal eine Benachrichtigung, wenn es von mir was Neues gibt. Ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch ein schönes Osterfest. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao!